Willkommen hier zum letzten Sonntag in 2019. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und wünsche euch schon mal vorab einen guten Rutsch. Wir machen heute einen NBA Quickie, 5 Spiele. Das erste Spiel leider um 0 Uhr. Das heißt, heute muss man länger aufbleiben, um die Spiele zu verfolgen. Und ja, wir surfen ganz kurz drüber. Die Raptors gestern in Boston gewonnen, haben eine 1-7er Quote, sind jetzt Favorit gegen die Oklahoma City Thunder. Ich glaube, wenn wir jetzt hier mal ganz kurz die letzten Spiele von denen anschauen, sie haben diese Saison noch nicht gegeneinander gespielt, aber Oklahoma hat hier in der Verlängerung in Charlotte gewonnen, es war ein ganz gutes Spiel. Davor gegen Memphis daheim verloren, gegen Clippers gewonnen, das ist aber schon wieder fast eine Woche her. Boston hat zuerst Toronto am Christmas Game Day in den USA eigentlich vernichtet, muss man soweit sagen. Hat aber dann eine für mich doch überraschende Niederlage hinnehmen müssen und die Raptors haben sich so gesehen gerecht. Sie sind ja weiterhin ohne ihre Keyplayer, also sind wirklich von Verletzungspech verschont, halten aber trotzdem noch mit und Pascal Siakam, das neue Gesicht der Franchise, wird auch noch weiterhin fehlen. Trotzdem sind sie auf einem respektablen 4. Platz und ich glaube, man kann sagen, dass es nicht schlechter als Position 6 in diesem Jahr sein wird. Oklahoma genauso respektabel auf Position 7, jetzt mit einem positiven Rekord, 16 Siege, 15 Niederlagen, 4 der letzten 5 gewonnen. Also es ist so gesehen doch nicht leicht, sich jetzt zu überlegen, wer dieses Spiel gewinnt. Ich habe immer so bei diesem Verletzungspech der Raptors ein bisschen Bedenken, dass bei jedem Spiel die, ich sage jetzt mal, Key Roleplayer das aufrechterhalten. Meine Tendenz geht eher auf ein Handicap auf die Thunder. Da schauen wir doch mal ganz kurz. Das sind die normalen Quoten. Das war nix. Da, da, da. Asian Handicap. Hab heute auch leicht anderes Setting. Dafür sorry. Also hier ein Asian Handicap plus 3 auf Oklahoma gefällt mir gut. Plus 4, plus 4,5, immer noch eine 1,7er Quote. Alles sicherlich nicht verkehrt. Wenn wir bei dem Over-Under schauen, 210 Punkte, gibt auch eine 1,7, ab 212 eine 1,91. Wenn man sich die letzten Scoring-Games der Raps anschaut, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Oklahoma nicht ganz so punktefreudig. Vor allem muss man da auch schauen, wer aufläuft und wer nicht. Das heißt, hier vielleicht noch eine Game-Time-Decision abwarten, wie es bei den angeschlagenen Spielern bei Oklahoma aussieht. Memphis, der Favorit gegen Charlotte, die hatten ja, wie wir gerade gesehen haben, in der Verlängerung den kürzeren gezogen. Auch kurios, der letzte Spielzug von Charlotte, da hat Terry Rozier, nachdem die Verlängerung secured gewesen ist, den Ball in das Publikum geschmissen, deshalb hat Oklahoma erstmal mit einem Freiwurf in der Overtime gestartet. Auch witzige Situation. Memphis, ihr wisst das, die überraschen uns doch alle ordentlich, wer hätte die nicht ganz, ganz unten im Westen gesehen, sie haben jetzt aber auch schon 12 Siege, halten aber in einigen Spielen deutlich besser mit und ziehen halt dann am Ende doch den kürzeren. Also ich glaube, die Position, wo sie jetzt sind, ist echt fair. Und ja, was will man mit dem Spiel sagen? Hier zwei Teams, die nicht um die Playoffs kämpfen werden am Ende der Saison. Ist immer schwierig, da vorher zu sagen. Ich glaube, das ist auch tagesformabhängig. Hier enthalte ich mich eines Picks. New Orleans, lass uns doch hier mal die letzten Spiele anschauen. Hier sieht man schon, beide Teams 4 der letzten 5 gewonnen. Vor allem bei den Pelicans ist das doch ein positives Zeichen, dass da jetzt endlich mal sich etwas in die positive Richtung bewegt. Bei Houston ist das auch schön, auch wenn das Spiel am Weihnachtsabend gegen die Golden State Warriors geil anzusehen war. Aber aus Grizzly, aus Rockets Sicht sicherlich nicht so schön und nicht so erfolgreich. Golden State hat auch gezeigt, wie man James Harden in den Playoffs wahrscheinlich angehen wird, jedes andere Team. Ich sehe da ein bisschen schwarz, dass es wirklich in die Meisterschaft gehen
könnte, sollte, wird. Natürlich von den Einzelspielern haben sie das Potenzial. Auch Eric Gordon kommt jetzt erst noch zurück und sie sind ja auch daran interessiert, sich noch weiter aufzurüsten. Es gibt jetzt auch schon die ersten Gerüchte, dass Russell Westbrook zum Trade steht. Es ist ein schwieriges Tandem, Westbrook und Harden, aber es wird mich wundern, wenn der wirklich dann das Team verlässt, vor allem gegen einen gleichwertigen Gegenwert. Also, wir haben jetzt gesehen, das erste Aufeinandertreffen hat Houston gewonnen. Sehr, sehr viele Punkte sind dort gefallen. Ansonsten fallen ja bei Houston immer recht viel und New Orleans hat jetzt 120 zu 98 gegen Back-to-Back Pacers gewonnen. Beide haben gestern gespielt, also hier hat keine Mannschaft einen Erholungsvorteil. Und ich glaube, hier New Orleans, Denver und Portland geschlagen und Indiana, drei Playoff-Teams in Folge, spricht doch sehr viel dafür, dass Houston gewarnt ist. Und die Quote von 1 von 5 finde ich auf den einfachen Sieg nicht so verkehrt. Muss dazu sagen, dass die letzten zwei, drei Nächte für mich nicht so gut gelaufen sind. Deshalb werde ich heute auch etwas vorsichtiger sein, was die Picks angeht. Bei der Punkteanzahl, wie von den Scoring Games zu erwarten, 230 Punkte die Linie. Das bedeutet, dass eins der beiden Teams unbedingt so um die 120 Punkte machen sollte, dass man hier auf den Nenner kommt. Dafür ist mir das, ja, das wollte gerade sagen, das Scoring der Pelicans zu unkonstant, aber die Rockets sind jetzt auch nicht so die Verteidigungskünstler, vor allem Clint Capella wird wahrscheinlich auch ausfallen. Das heißt, hier könnte man über die 230 Punkte gehen. Kings bei den Nuggets, die Sacramento Kings sind so weiterhin das Überraschungspferd, mal sind super schlecht gestartet, dann aufgeholt, jetzt wieder sechs Niederlagen in Folge. Buddy Hield beschwert sich, dass der Trainer ihm nicht vertraut. Ich glaube, dass Luke Walton auch demnächst nicht mehr Trainer sein wird, wenn sie jetzt noch drei, vier weitere Spiele verlieren. Ich muss gerade überlegen, ob es bisher schon eine Trainerentlassung gegeben hat in der laufenden Saison. Fällt mir zumindest keine ein. Also, und ich kann mir ruhig vorstellen, dass der Kollege der erste Trainer sein wird. Denver, jetzt mit einer 8-2-Siegesserie. Sie haben ihren Slump eigentlich hinter sich gelassen. Die Quote ist aber auch nicht attraktiv genug, um hier auf Denver oder gar auf einen hohen Denver-Sieg zu gehen. Im Gegenteil, eher würde ich sagen, dass Asian Handicap auf die Kings nicht schlecht wäre. Hier eine plus 10, eine 1,8, 9,5, 1,94. Ich glaube, das ist eine Wette, die man ruhig spielen kann, weil Sacramento, wenn sie einen guten Tag haben, wirklich jedem ein Bein stellen kann. Das fünfte und letzte Spiel des heutigen Abends oder der Nacht, die Dallas Mavericks bei den LA Lakers. Doncic wieder zurück. Jetzt zwei Siege in Folge gegen Golden State und gegen, ach, jetzt weiß ich es doch nicht mehr auswendig, San Antonio, genau, das war ein bisschen rusty. Das dritte Spiel bereits in dieser Serie. Das erste Spiel hat LA in der Verlängerung gewonnen, dank Danny Green, der zum Buzzer-Beater in die Overtime getroffen hat. Das zweite Spiel, deutlicher Sieg in LA. Und jetzt geht es wieder als Außenseiter gegen die Lakers, die einen angeschlagenen LeBron James haben. Also ich hab das auch gelesen, dass die Verantwortlichen der Lakers sich wünschen würden, dass der King etwas pausiert und erst vollständig fit wird. Wir haben einige Angeschlagene, dafür ist jetzt Kyle Kuzma wieder zurück und zwar auch mit sehr guten Spielen. Hier persönlich, vier der letzten fünf Spiele haben die Lakers verloren, sind aber immer noch Erster im Westen. Jetzt kommt Dallas, die Highscoring-Maschine aus Texas, 140 gegen die Warriors, deshalb schauen wir hier mal Over-Under. Bisher bei beiden Spielen waren es jeweils über 210. Das gibt auch keine gute Quote. Ah, okay. 220, 221 ist mir hier zu viel vom Scoring. Ich würde tatsächlich etwas spekulieren. Dallas ist definitiv nicht
so viel schlechter, vielleicht sogar das ganz gut aufgestellte Team gegen LA. Deshalb finde ich ein Asian Handicap auf Dallas plus 5 super, super spannend. Sie können schlagen, LA schon 1,5 Mal gezeigt. Sie können viel punkten. Sie haben die richtigen Spieler, um auch einen Anthony Davis zu verteidigen. Hier großen Respekt an unseren deutschen Maxi Kleber. Der kann Davis das Leben sehr, sehr schwer machen. Und auch sonst sind die Verteidiger, Kristaps Porzingis, guter Rim-Protector. Also Dallas, auch wenn ihre Stärke auf jeden Fall in der Offensive ist, können sie auch die Kollegen aus LA verteidigen. Das Spannende hier ist aber tatsächlich, was ist, wenn der King aussetzen würde? Von daher, ich finde Dallas plus 5 schon super geil, aber wenn James dann tatsächlich ausfallen sollte, dann wird die Quote deutlich nach unten gehen. Deshalb lieber jetzt drauf setzen und schauen, was passiert. Dann fasse ich nochmal ganz kurz die Tipps von letzter Woche zusammen. Genau, hier kurz nochmal aufgeploppt. Letzte Woche waren es drei Tipps: Raptors, Mavericks, Asian Handicap 3, genau eingelaufen. Also sprich, Einsatz zurück, Cashback, über 216 Punkte waren es mit 217, gab ein leichtes Plus und Lakers Nuggets, Asian Handicap 2 auf die 6,5 auf Nuggets, die haben ja haushoch gewonnen, macht hier insgesamt nach 42 Picks ein Plus von 3,6 Einheiten, Yield von 8,5% und jetzt die heutigen Tipps. Raptors, Oklahoma City, Thunder über 210,5 Punkte, der erste Tipp für eine Quote von 1,8. Memphis gegen Charlotte, keine Wette. Pelicans gegen Rockets, da gehen wir auf die einfache 2. Die Quote von 1,55 würde uns hier reichen. Nuggets gegen Kings, Kings plus 10 für eine 1,8 war es, oder 1,85. Und Dallas Mavericks plus 5 auch wieder für eine 1,8. 9. Diese vier Tipps sind meine heutigen Spiele. Und von daher, wie gesagt, ich wünsche euch einen frohen Rutsch. Lasst doch einen Daumen nach oben. Danke, dass ihr so fleißig einschaltet bei uns. Und wir sehen uns dann wieder in 2020. Bye bye.